Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Und ihr seht schon, wir werden von den Bronzekriegern angegriffen. Und Garnisonsarmee gegen die. Und wir gewinnen. Also, ja. Also, ja. Ich mache automatisch. Weil hier ist ja weit und breit niemand und bis die nächste Armee kommt, ja, sind die schon wieder voll. Also deswegen brauche ich da jetzt nicht zu kämpfen. Ich versklave die mal. Was machen der Spartaner da unten? Ah, willst du noch einen Versuch? Du hast doch schon mal versucht, ja, okay. Aber jetzt habe ich mehr Soldaten. Ja, aber ich habe immer noch eine Pikenphalanx da. So, ihr kennt hier die Aufstellung. Schon. Die Jugendlichen kommen davor, damit der schön auf die Jugendlichen schießt. Ich könnte mich auch fett hier aufstellen. Aber ja, da habe ich die Möglichkeit, ihn, wenn er wie eigentlich immer hier reinkommt, kann ich dann hier ihn zumachen. Und fertig. Und genau, die Jugendlichen sind eigentlich nur dazu da, um die unser General wird an. Was war das? Was machen die denn? Wohin wollten die gerade? Ich habe die eigentlich nur hier vorgeschickt. Alter. Was ist los bei euch? Nein. Also, ja. Sehr schön. Aber trotzdem schießt er auf den General, was mir nicht sehr taugt. Das taugt mir gar nicht. Das taugt mir gar nicht, was der gerade da veranstaltet. Vor allem, der macht übertrieben Schaden gerade. But why? Okay, jetzt geht er weg. Das klingt gerade, oder klang gerade wie beruhigt euch. Ich gehe jetzt mal auch dahin, weil von hier können die nicht wirklich schießen. Die werden zwar jetzt ziemlich viele Verluste erleiden, oder die. Aber ich muss die von hinten angreifen. Damit eben die mehr verlieren
Und damit die da nicht weglaufen. Stellt euch doch mal gescheit. So. Also die hatten gerade sehr, sehr gut was aus, ne? Interessant, dass der besser ist als ich. Es tut hier natürlich sehr, sehr weh. Vor allem auch der Moral. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Den Anblick mag ich gerade auch nicht. Wir verlieren Boden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tja, gut. Das war's. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ha. Dass die so gut sind, hätte ich nicht gedacht. Also die Steinschleuderer von denen waren ja doppelt so gut als wie meine. So ungefähr. 2 gegen 2 hätten die ja locker gewonnen, bevor ich überhaupt die angekratzt habe. Junge. So, tja. 3300 gegen 1900, also 2000. Gut. Aber an einem Fluss kämpfen wir. Das ist easy. Oh nein. Machen die das jetzt so, dass hier 2 Übergänge sind, oder was? Also... Wieso ist da keine Brücke? Da war eine Brücke angezeigt. Warte mal. Hier ist eine Brücke. Aber hier kann man nicht durch, oder? Weil hier ist ein Weg. Aber ich glaube nicht, dass man hier durch kann. So. Also. Hier mache ich... Achso. Hä? Achso. Das ist die falsche Entschuldigung. Also, hier einmal den da. Und 2. Das reicht hier. So. Dann die da. Ja, die reichen eigentlich da auch schon. So. Warte. So, die 2 kommt dann noch hier hin, falls das auch ein Übergang ist. Ihr bekommt hier 3, ihr bekommt hier 2. General ist hier. Pferde sind hier und schaut zu. So.
Warte, ich will mal kurz schauen. Okay, das bringt mir jetzt reichlich wenig. Also, Entschuldigung. So einmal und so einmal. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, ja. Schnelles Marschieren, Befehle! Zu Befehl! Okay, der ist komplett nach da gerückt. Eure Befehle! Spartanische Piken! Spartaner! Auf Riten! Form eine Phalanx! Geschosse bereit zum Einsatz! Zu euren Diensten! Feuer! Das ist wirklich nur so. Oh, hier mache ich aber auch mal hier alles an, falls er wirklich hier rüberkommen will. Wir sind auch schon wieder besser als meine. Die Männer wanken. Lass das. So, an sich könnte ich jetzt von hier auch rüber gehen. Aber warum sollte ich? Wow. Aua, 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 aua. Unser General wird angegriffen. In welchem Universum wird er angegriffen? Befehl verstanden, eure Befehle, wie ihr befehlt. Steinschleuderer! Spartaner! Zu Befehl! Macht ihn doch hier. Ja, ihr schießt die ganze Zeit auf den drauf. Und ihr habt bis jetzt nur einen getötet. Weil, wisst ihr, wie viel die schon getötet haben? Junge, was ist denn los bei dir? Bei euch, Entschuldigung. Alter. Okay, warte, Kavallerie. Ihr seid jetzt extrem wichtig. Oh ja, okay. Jetzt habt ihr schon drei getroffen. Das ist schon mal sehr gut. Ich brauche die als Verstärkung hier. Die Fernkämpfer sind krass viel besser als meine. Wow, ihr habt schon neu getötet, yay. Ich bin sehr begeistert. Spartaner!
was. Wow, der kommt hier sogar schon durch. Und jetzt schießen alle auf den, auf meinen General. Was nicht sehr erfreulich ist. Jetzt sind meine Kavallerie zum Glück da. Junge, Junge, Junge. Diese Ungerechtheit zwischen den Fernkämpfern ist echt. Aber gut, das ja, ich wiederhole mich, aber ich bin echt richtig, richtig froh, dass ich Kavallerie habe. Weil sonst hätte ich hier richtig große Probleme gehabt, ohne Scheiß. Also selbst wenn ihr ihr sollt da angreifen, danke. Selbst wenn ihr Probleme habt mit Kavallerie, die zu micromanagen. Am Anfang, ja, ist es sehr schwer, das stimmt. Aber ja, ohne ist es halt dann auch kacke. Also wie man hier gerade sehr schön sieht. Vor allen Dingen, oh, ja, daran ist Sparta letztendlich untergegangen. Dass sie, also Sparta hat ja nicht wirklich leichte Einheiten gehabt, sondern nur schwere Hopliten und so weiter. Und also an sich, also ich habe auch ziemlich schwere Einheiten. Also gute Einheiten auch. Aber das bringt halt überhaupt nichts, wenn man an den Gegner nicht rankommt. So, warte. Alter, du hast nur noch 5. Oh Gott. Ich tue mal alle Angeschlagenen jetzt raus. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, volle Breitseite hier. Kavallerie, komm weiter, geschwinde! General! Verstanden!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wieso seid ihr noch drin? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, nochmal alle zurück. Ach, so. Wie die halt immer noch da sind, ne? Voll krass. Und die chillen da ihr Leben. Na gut. Ich hol die auch mal zurück. Wir sind auch erschöpft. So, wieder zurück. Und ihr greift jetzt auch mal an. Ha! Ja, so deutlich ist es dann doch nicht. Das ist Interessante ist, ich überlege gerade, ob es, also ob ich eine Chance gehabt hätte auf dem freien Feld. Und ich glaube ehrlich gesagt, da hätte ich sogar größere Chancen gehabt, weil ich dann mit der Kavallerie sehr viel schneller an seine Fernkämpfer gekommen wäre. Wäre nochmal interessant geworden. So, ihr geht mal zum General, weil ich hab langsam Sorgen, dass der General nicht mehr lange überlebt. Ja, jetzt halt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Na gut. Ich mal fort und mach mal hier. Schneiden Sie ein Stück ab!
Fett rein. Uiuiui, was für eine heftige Scheiße. Der feindliche General ist tot. Also, was ich hätte noch machen können, ich hätte hier nochmal angreifen können. Also ziemlich am Anfang. Naja, aber war nicht so ein... Alter. 1059. Junge. Ja, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, der letzte Rekord lag bei mir bei 800. Oh nein. Ach, Junge, 1000... 50. Ja. Der war halt von Anfang an dabei, ne? Boah. Heftig. Naja. Pikiniere von vorne angreifen, ne? Ich hatte eh Glück, dass die feindlichen Fernkämpfer, die waren ja ultra heftig, im Gegensatz zu meinen, die, keine Ahnung, 5-6 Salben auf den Gegner geprescht haben und dann irgendwie nur 2 oder 3 getötet haben. Jetzt lass mal die Armee in Ruhe. Oh, die nerven wirklich. Wieso Mücken sind die gegnerischen Agenten? Boah. Wie könnt ihr da stehen? Ja, siehst du doch. Ich stehe ganz gut da. So, silberne Zunge. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.